Ladies and Gentlemen, willkommen zurück in Radiator Springs, wo wir Ihnen Jubel, Trubel und Heiterkeit bieten werden. Hinter mir wird Lightning McQueen, mein bester Freund, sein neues Rennhauptquartier bauen. Und was noch viel besser ist, wir kriegen unser eigenes Rennstadion. Wie es darum steht, sehen wir später. Aber das Tollste und Beste ist, diese ganzen Leute sind aus der ganzen weiten Welt nur nach Radiator Springs gekommen, um an unserem Rennen teilzunehmen. Dem Inter... Wie heißt es? Hook National! Ja, wir haben echte Rennprofis hier. Aus Deutschland, Japan, Italien und anderen Ländern, von denen ich schon gehört habe. Wir freuen uns auf jede Menge coole Action, Rennen und Spiele und hoffentlich spektakuläre Unfälle. Bleiben Sie dran! Ah, Mist. Und Sie sind gestartet! Oh, warte. Ich bin ja allein. Ah! Wow! Oh, wo kommt denn der her? Hilft ein bisschen, wenn dein bester Freund ein Rennwagen ist. Dieser Staffelkram gefällt mir wirklich. Was ist los? Fahr nicht nach Ornament Valley. Was? Warum nicht? Ich habe Licht in den Hügeln gesehen. Das muss das Geisterlicht sein. Wirklich? Das Geisterlicht? Ja, und es macht noch dazu schrecklichen Krach. Es klingt so nach... Wahoo, wahoo. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Frank. Nein, Frank klingt ganz anders. Frank macht... Wahoo, wahoo, wahoo. Ich finde, er macht eher so... Ich
Was macht ihr zwei da? Mir wurde von nicht identifizierbaren Phänomenen berichtet. Und jetzt muss ich feststellen... Was ist das? Das Geisterlicht! Bleib hier, mein Junge. Dies ist eine militärische Operation. Hey, Ihre Lackierung! Du bist ein echter Prachtwagen, Lightning! Ah, bist du übergeschnappt? Wow, diese Stoßstangen! Oh ja! Hallöchen! Oh! Au! Was ist da los? Au! Oh! Hey, Alter! Hey! Jetzt sei nicht so aggressiv, Mann! Hallo! Wie geht's? Wieso hast du das getan? Au! Du bist ein echter Prachtwagen, Lightning. Wow, diese Stoßstangen. Juhu, Lightning! Ka-ching! Du bist ein echter Prachtwagen, Lightning. Komm hier rüber und lass dich anziehen. Alter!
bist ein böses Auto! Mein Blitz! Pass auf den Blitz auf! Hey Vetter, sollten wir heute nicht ein Rennen fahren? Macht sich keiner fertig? Hey Junge! Was gibt's denn zu sehen? Na, dieses Rallye-Auto da, das da aus England gekommen ist für das Rennen. Na, dieses Rallye-Auto da, das da aus England gekommen ist für das Rennen. Oh, oh. Oh nein, sie guckt rüber. Los, seid normal, ganz normal. Oh je, die haben ja ein Rad ab. Hey Vetter, sollten wir heute nicht ein Rennen fahren? Macht sich keiner fertig? Hey Junge! Was gibt's denn zu sehen? Na, dieses Rallye-Auto da, das da aus England gekommen ist für das Rennen. Na, dieses Rallye-Auto da, das da aus England gekommen ist für das Rennen. Oh, oh. Oh nein, sie guckt rüber. Los, seid normal, ganz normal. Oh je, die haben ja ein Rad ab. Wenn dein bester Freund ein Rennwagen ist.
Das war leicht. Ich musste nur so tun, als wäre Frank hinter mir her. Ich sterbe. Bist du okay? Ah, schon okay. Ich hab fast nichts gespürt. Hart nehmen. Ich hab deine Rennen gesehen und du bist absolute Spitzenklasse. Ich wette, jede Delle hier hat ihre eigene Geschichte. Ja, na klar. Und jede endet damit, dass ich in irgendwas reinfahre. Wo sind bloß meine Manieren? Ich heiße Emma. Ich heiße Hook. Und ich suche meine Manieren schon seit Jahren. Tja, ich muss dann mal los. Wir sehen uns später. Hoffentlich vergesse ich nie, wie es zu dieser Delle kam. Aha!
verflixt! Weißt du, dass du lustig aussiehst, wenn du dich konzentrierst? Wer hat das da hingelegt? Ja! Du Flix, pass doch auf! Kommt denn der her? Es hilft ein bisschen, wenn dein bester Freund ein Rennwagen ist. Zu Hause gewinne ich viele Rennen. Aber hier drüben ist die Konkurrenz wirklich unglaublich stark. Ah, niemand kann dich in einem Rennen besiegen. Außer dir, Hook. Du hast gerade gewonnen. Du bist so bescheiden. Ich wette, deine Fans lieben dich dafür. Fans? Ich hab keine. Naja, bis auf den Sheriff. Aber der hat mich von Berufs wegen im Auge. Aha. Tja, ist eine Schande. Ich hab eure Stadt noch nicht besichtigt. Führst du mich vielleicht mal rum? Mach ich doch gern. Ich will ja nicht angeben, aber ich kenne alle guten Tankstellen in der Stadt. Wirklich? Oh ja, es gibt Flo's V8 Café und dann noch, naja, das ist doch die einzige Tankstelle. Aber die ist gut. Na, das sind ja ganz schön beeindruckende Scheinwerfer, Gudmund. Die schrecken den verhexten Hook ab. Schrecken wen ab? Den verhexten Hook. Eine Gruselgeschichte aus meiner Kindheit. Eine Bestie aus der Wildnis. Gebaut aus verbeultem, rostigem Metall, zieht sie einen spitzen Haken hinter sich her. Er rollt in dunklen Nächten über einsame Straßen. Kratz. Kratz. Hey, Hook, ich will dir jemanden vorstellen. Ah! Das Geisterlied! Ah, der verhexte Hook! Hier ist Hook. Ich berichte live aus dem neuen Stadion, wo es... Wie sagt man? Erstaunliche Fortschritte beim... Fortschritt gibt. So, Leine. Dein zweites großes Rennen diese Woche und wieder ein Sieg. Wie fühlt sich das an? Oh, sehr gut, Hook, danke. Gudmund war ein, bemerkenswerter Gegner. Also, du kamst vor einiger Zeit hierher, hattest dich verfahren, warst allein. Sogar eine Parkralle hattest du an. Jetzt lebst du hier und für dich läuft alles super. Lass hören, wie fühlst du dich jetzt? Alles ist toll, Hook. Oh, meine letzte Frage hat dich zum Weinen gebracht. Ich weine nicht. Klar heulst du. Da, eine Träne. Das ist keine Träne, sondern Niederschlag. Tau. Das ist kein Tau. Glaub mir, es ist keine Träne. Sieh mich an. Sehe ich etwa traurig aus? Halt drauf! Das sind die Tränen eines Champions.
Wuhu! Junge, das heißt hier nicht umsonst, Truck National! Du bist das Driftcar von vorhin, oder? Mann, es sah aus, als hättest du die Kurven seitwärts genommen. Echt cool. Hey, kennst du den? Rechts steuern, links fahren. Du hast Lightning gesagt. Das bin ich. Und hier, das ist Hook. Konnichiwa. Konnichiwa. Hook, du sprichst Japanisch? Na klar, wer nicht? Boku wa kimi no tomodachi no daifan nan da. Boku no tomodachi mo minna kare no koto shitteru yo. Moshi boku ga kare to reisu shitara minna daikoufun suru darou na. Kitto densetsu no reisu ni naru yo. Kare wa boku no chousen o ukete kureru kana? Hi. Warte, was sagt er? Ich glaube, dass er ein Rennen mit dir fahren will. Mit verbundenen Augen, rückwärts und mit vier platten Reifen. Wirklich? Echt verrückt. Ja, naja, fahr lieber hinterher, bevor er noch in Schwierigkeiten kommt. Wow, so sind deine Reifen echt schnell durch. Weißt du, du solltest mal mit Luigi... Tada! Oh. Hook, das war unglaublich! Bist du okay? Oh ja, yeah, das war cool! Brauch einen Abschleppwagen. Da sind wir wieder, Leute! Hier ist Hook. Und wie man hinter mir schön sehen kann, ist das neue Stadion fast fertig. Ich spare schon fleißig auf eine Dauerkarte. Vielleicht leiste ich mir sogar einen Sitzplatz. Hook, du bist in meinem Team. Du kommst umsonst rein. Echt? Danke, Kumpel. Das Hook National geht weiter. Und wir erleben ein paar sehr interessante Paarungen. Tja, Koji kommt eigentlich aus der Welt der Driftrennen. Das sieht erstmal ganz anders als meine Art zu fahren aus. Ist es aber nicht. Was du nicht sagst. Und wenn ich freien Eintritt habe, sind dann die Sachen von der Snackbar auch umsonst? Oh, klar, Hook. Aber wie ich schon sagte, bei Driftrennen geht es um Stil. Du musst die Technik drauf haben, aber wenn es nicht gut aussieht, ist das leider nur die halbe Miete. Klar? Also nochmal im Klartext. Auch wenn es kein Rennen gibt, kann ich immer noch zur Snackbar gehen, oder? Ja, du kriegst so viel, wie du tragen kannst. Das ist ja super! Danke, Lightning McQueen, für deinen interessanten Kommentar zu den Rennen. Hey Leute, ich kann umsonst an der Snackbar essen. War mir eine Freude. Hee-hee! Hee!
hilft ein bisschen, wenn dein bester Freund ein Rennwagen ist. Tja, das Finale des Hook Nationals wurde mit einem tollen Finish beendet. Und sehen Sie, was uns erwartet. Unser neues Clubhaus. Hook, das ist kein Clubhaus. Es ist das Hauptquartier für unsere professionellen Rennoperationen. Okay, es ist ein Clubhaus. Neues Stadion, neues Hauptquartier. Du wirst hier viel zu tun kriegen. Ja, ich glaube, wir brauchen eine größere Stadt. Ich würde nichts ändern. Lightning, es war eine wirklich tolle Woche. Ich hoffe, wir können eure Gastfreundschaft erwidern und dich und deine Freunde mal beim European Circuit begrüßen. Sehr gern. Wir gehen mit der Show auf Tournee. Wir fahren nach Europa? Und wo genau ist das nochmal? Nur über den großen Teich. Teich? Aber ich kann doch nicht schwimmen. Hallo, es ist die Zeit für die Abschlussfoto. Guido, bist du bereit? Okay, fertig? Jetzt sagt ihr schön... Und wir sagen schön Huhu! Huhu! Huhu!